Gesundheit braucht Verstand. Tragen Sie einen Retainer im Mund? Oder haben Ihre Kinder nach Zahnspangenbehandlung einen solchen? Dann hören Sie jetzt in den nächsten Minuten richtig gut zu. Millionen von Menschen tragen täglich Retainer, kleine Drähte an den Zähnen hinten angebracht, die sie ein Leben lang tragen sollen. Aber niemand hat die Langzeitfolgen richtig untersucht und Millionen von Menschen leiden darunter, ohne eigentlich zu wissen, dass es dazu einen Zusammenhang gibt. Stellen Sie sich vor, ein Medikament, das Sie täglich nehmen sollen, was nicht über Jahre getestet wurde. Undenkbar. Beim Retainer ist das Realität. Eine der wenigen Langzeitstudien, die wir überhaupt gefunden haben, über 9 bis 11 Jahre, zeigte, dass 25% der Retainerträger Zahnfleischschäden erlitten haben, Zahnfleischrückgang speziell, und das, obwohl sie genau in die Hygiene der Zahnpflege eingewiesen waren und auch unter zahnärztlicher Kontrolle standen. 30 bis 40% der Retainer lösen sich bereits im ersten Jahr. Bei den anderen 60 bis 70% die gleichen enormen Kräfte, sie werden nur umgeleitet und wirken an anderer Stelle. Es interessiert niemanden, was nach 10, 20 Jahren passiert. Die Forschung schweigt dazu. Ich stelle Ihnen mal eine ganz einfache Frage. Was braucht man, um sich zu bewegen? Na klar, Muskeln. Und was haben Zähne? Keine Muskeln. Also können Zähne sich nicht selbst bewegen, und wenn sie schief werden, muss irgendetwas da sein, eine Kraft, was auf sie wirkt. Welche Muskeln kommen mit Ihren Zähnen in Kontakt? Spüren Sie mal. Ihre Zunge, der stärkste Muskel im Kopfbereich, 2000 Mal am Tag beim Schlucken, wenn es falsch abläuft. Ihre Lippen, wenn der Mund geschlossen ist, der Kontakt fehlt, wenn der Mund geöffnet ist, bei Mundatmung. Und die Wangen, wenn sie Spannung haben. Bei vielen Menschen ist dieses Gleichgewicht gestört. Die Zunge hat Kontakt mit den Zähnen, die Lippen sind geöffnet bei Mundatmung und die Wangenmuskulatur ist schlaff. Der Retainer stoppt die Ursache nicht. Er blockiert nur das Symptom, und das hat Folgen. Machen wir jetzt sofort einen Selbsttest. Sie erkennen innerhalb von 60 Sekunden, ob Ihr System gestört ist. Zungentest. Schauen Sie jetzt Ihre Zunge im Spiegel an. Sehen Sie an den Zungenrändern Eindrücke? Das bedeutet, die Zunge liegt tief im Mund und wird gegen die Zähne gepresst beim Schlucken. Hat Ihre Zunge Belag? Das zeigt Mundatmung und eine schlechte Zungenbewegung. Fühlt sich die Zunge zu groß an oder wird sie zu groß? Dann ist sie unterspannt, und das ist der Grund dafür. Und dazu passt meistens, dass der Oberkiefer hoch und schmal ist, dass das so aussieht, als würde die Zunge da gar nicht reinpassen. Aber auch ein Grund, der in der Wachstumsphase entstanden ist, weil die Zunge nicht richtig funktioniert hat. Die Zunge hat keinen Wachstumsreiz auf den Oberkiefer ausgeübt. Haben Sie bei geschlossenem Mund das Gefühl, zu wenig Luft durch die Nase zu kriegen? Ein typisches Zeichen von angewöhnter Mundatmung. Schlucken Sie mit stark zusammengepressten Lippen. Schauen Sie im Spiegel, wenn die Lippen kräftig zusammengepresst sind und das Kinn schon so kleine Eindrücke ausbildet, dann schlucken Sie falsch. Ist der Kopf etwas nach vorne verschoben, steht der Kopf vor den Schultern, knackt oder schmerzt Ihr Kiefergelenk, könnten frühe CMD-Zeichen sein. Wenn Sie mehrere dieser Punkte bejahen, gehören Sie zu den Millionen mit gestörten Basisfunktionen. Und Ihr Retainer verstärkt diese Probleme täglich. Und jetzt kommt die entscheidende Physikfrage. Wenn 30 bis 40% der Retainer sich lösen oder brechen, heißt das, es sind enorme Kräfte, richtig? Bei den anderen 60 bis 70%, die nicht brechen, wo gehen da die enormen Kräfte hin? Newtons drittes Gesetz, jede Kraft erzeugt eine gleich große Gegenkraft, und diese Kräfte können nicht ohne weiteres verschwinden. Wo gehen sie hin? In die Kiefermuskulatur, in die Kiefergelenke, in den Nackenbereich, Halswirbelsäule, und haben natürlich Auswirkungen auf unser Nervensystem. Solche Symptome sind zum Beispiel Verspannungen, Knirschen, Tinnitus, Nackenprobleme, Schwindel, Migräne, CMD-Probleme und so weiter. Das erklärt die mysteriösen Probleme, die Menschen mit Retainern häufig entwickeln, und keiner bringt sie mit dem Draht in Verbindung. Sind Sie auch betroffen? Leiden Sie unter so unerklärlichen Problemen? Schreiben Sie einfach in die Kommentare, wie es Ihnen geht. Ihre Erfahrungen könnten anderen helfen, diese Zusammenhänge zu erkennen. Lassen wir uns die wenigen Langzeitstudien ansehen. Pandis et al. 2007 hatten wir am Anfang ja schon erwähnt. Ergebnis: 25% der Retainerträger entwickeln Zahnfleischrückgang im Frontzahnbereich. Und das ist irreversibel. Alle Patienten, alle Teilnehmer waren eingewiesen worden für eine richtige gute Zahnhygiene und gingen regelmäßig zum Zahnarzt. Und trotzdem entstanden diese Schäden. Die Studie schließt mit einer vernichtenden Warnung. Die Ergebnisse stellten die Anwendung von Retainern als Standardretention in Frage, und zwar für alle Anwender. Aber interessiert das jemand? Nein.
Retainer werden standardgemäß weiter eingesetzt. Systematische Übersichtsarbeiten von Retainern und Komplikationen. Die Wahrheit, 30-40% der Retainer versagen. Ja, und im Oberkiefer sind es sogar mehr als 58%. Zitat aus der Studie. Bei langfristigen Tragen von Retainer ist es fast unvermeidlich, dass eine der häufigsten Komplikationen irgendwann auftritt. Kleber sprengen, Drähte brechen, Retainer komplett lösen. Das bedeutet einen enormen mechanischen Stress. Bei den anderen 60-70% sind die gleichen Kräfte. Sie werden allerdings umgeleitet. Und wohin? Genau in die Bereiche, die ich Ihnen schon gezeigt habe. Kiefergelenke, Muskulatur und im Bereich unserer Nervensysteme wirken sie auch. Und jetzt wird es besonders beunruhigend. Aktivretainer, die unbeabsichtigt die Zähne bewegen. Die Prävalenz liegt zwischen 1,1 und 5%. Klingt wenig. Bei Millionen von Retainerträgern sind das allerdings Hunderttausende Betroffene. Die Zähne bewegen sich nicht zurück in ihre ursprüngliche Position. Sie wandern in völlig neue, unnatürliche Stellungen. Kreuzbiss, offener Biss, verdrehte Schneidezähne entstehen durch Retainer. 50% dieser Patienten brauchen eine erneute kieferorthopädische Behandlung. Der Retainer, der schützen sollte, wird zur Ursache für neue Probleme. Die Zahnbewegung kann von Monate bis über 10 Jahre nach dem Einsetzen auftreten. Oft unbemerkt bis zu spät ist. Schauen Sie mal bei TikTok. Darüber kann man denken, wie man will, aber stellen Millionen von Menschen ihren Alltag dar und das mit präziser Suchfunktion. Hunderte von Videos zeigen junge Menschen, die wegen ihres Retainers lispeln. Die Reaktion, sogar Kieferorthopäden machen auf TikTok das Problem klein. Das ist normal, das legt sich mit der Zeit. Macht einfach ein paar logopädische Lautübungen. Die Realität, die Zunge hat enormen Einfluss auf die Zahnstellung und reagiert sensibel auf Irritationen. Wenn sie durch einen Retainer in ihrer natürlichen Bewegung behindert oder irritiert wird, reagiert sie mit abweichenden Bewegungen, mit ausweichenden Bewegungen, weil sie die natürlich nicht mehr machen kann. Solche kompensatorischen Muster sind schlechter als die ursprünglichen Probleme. Die Zunge muss um den Retainer herumarbeiten und das verstärkt Ursachen, die die schiefen Zähne ohnehin schon verursacht haben. Es ist paradox. Das Gerät, was schützen soll, verstärkt die Ursachen des Problems. Was niemand erwähnt, Retainer geben kontinuierlich Metall an ihren Speichel ab. Das ist Korrosion. Nickel, 39 mal höhere Werte als ohne Retainer. Chrom, 12 mal höhere Werte. Edelstahl-Retainer enthalten 8% Nickel, das häufigste Kontaktallergen. Dokumentierter Fall, Patienten mit Kopfschmerzen nach 22 Monaten Retainer. Nach Entfernung, Kopfschmerzen verschwunden. Metallwerte wieder normal. Ähnliches habe ich bereits auch selbst erlebt. Ein junger Patient, 22 Jahre alt, nach einem halbjährigen Aufenthalt in einer Schmerzklinik, wo er eingestellt worden ist auf Schmerzmittel und Psychopharmaka. Er hatte jetzt zwar keine Probleme mehr, weil er fühlte ja nichts mehr, aber es gab neue Probleme, nämlich er war schläfrig, er war nicht mehr konzentriert, er war nicht mehr wach. Ich hatte den Retainer in seinem Mund entdeckt und wir hatten ihn entfernt. Und siehe da, schon nach 2-3 Monaten später ging es ihm eigentlich wieder gut und die ursprünglichen Probleme, für die er in die Klinik gegangen ist, nämlich Dauerkopfschmerzen, waren verschwunden. Aber machen wir weiter mit dokumentierten Nebenwirkungen. Mikrobiomstörungen. 72 verschiedenen Bakteriengattungen wurden auf Retainern identifiziert. Das orale Mikrobiom wird dauerhaft verändert, mit Folgen für das gesamte Immunsystem. Und was passiert nach 20 Jahren kontinuierlicher Retaineranwendung? Niemand weiß es. Untersucht ja keiner. Und jetzt der größte Skandal. Im Kleber von Retainern wurden Bisphenol A-Spuren gefunden, BPA. Die EU hat gerade 2024 BPA in Lebensmittelverpackungen verboten. Und die Begründung? Potenziell starke Auswirkungen auf das Immunsystem. Die Behörde für Lebensmittelsicherheit senkte den Grenzwert um das 20.000-fache. BPA wird mit Unfruchtbarkeit, Krebs, Diabetes und neurologischen Störungen in Verbindung gebracht. Es wirkt wie ein künstliches Östrogen und stört das Hormonsystem. Aber hier ist die Absurdität. In ihrer Cola-Dose verboten. In ihrer Konservendose verboten. In ihrem Retainer erlaubt. Sie haben richtig gehört. Was in Lebensmittelverpackungen verboten ist, tragen Sie 24 Stunden im Mund. Und das jahrzehntelang. Die Dentalindustrie nutzt hier eine Gesetzeslücke. Medizinprodukte unterliegen anderen Gesetzen als die Lebensmittelindustrie. Messbar ist, dass der BPA-Gehalt im Speichel definitiv ansteigt. Sie fragen sich, warum werden Langzeitfolgen nicht untersucht? Wir wissen es nicht, aber lassen Sie uns mal spekulieren. Wir haben lange recherchiert, aber wirklich nicht viel gefunden. Ja, also müssen Sie sich selbst eine Meinung bilden. Retainerbehandlungen sind ein selbsterhaltendes System. 30-50% der Patienten brauchen nach 10 Jahren eine Nachbehandlung. Lebenslange Kundenbindung durch lebenslange Retention. Regelmäßig Kontrolltermine, Reparaturen, Neuanfertigung. Das eigentliche Problem, wenn es keine Langzeitstudien gibt,
ändert sich auch nichts auf dem Lehrplan. Die Universitäten lehren, was schon immer gelehrt wurde. Die Kieferorthopäden machen, was sie gelernt haben. Wenn vermeintlich keine Alternativen da sind, keine Vergleichsstudien. Das ist keine böse Absicht. Die meisten Kieferorthopäden handeln nach bestem Wissen und Gewissen. Aber woher sollten sie es besser wissen, wenn es nicht erforscht und gelehrt wird? Ein Teufelskreis. Keine Forschung, keine Änderung der Lehre. Alte Lehre, alte Praxis, kein Interesse an neuer Forschung. An dieser Stelle mal ein Zitat. Absence of evidence is not evidence of absence. Nur weil niemand die Langzeitschäden untersucht, heißt das nicht, dass es sie nicht gibt. Die gute Nachricht, es gibt natürlich Kieferorthopäden, die umdenken. Deshalb laden wir sie zu unserem Faceform-Seminar für professionelle Anwender ein. Dort klären wir genau über diese Zusammenhänge auf und informieren, wie man eine nachhaltige Kieferorthopädie umsetzen kann. Nämlich eine solche, die auch Ursachen behandelt und nicht nur Symptome fixiert. CMD, kranimandibuläre Dysfunktion, das ist ein Fachbegriff dafür, wenn ein Kiefersystem aus dem Gleichgewicht gerät. Die erschreckenden Zahlen, 87% der Menschen, die Kiefergelenksprobleme haben, haben auch Ohrsymptome, Tinnitus, Ohrenschmerzen, Schwindel. 41% haben regelmäßig Schwindelanfälle. CMD ist nur die Spitze des Eisbergs. Wenn die Kräfte im Mund gestaut werden, entstehen Kettenreaktionen durch den ganzen Körper. Im Kopfbereich chronische Verspannungen der Kaumuskulatur, die zum Zähneknirschen führen. Überlastende Muskeln lösen Spannungskopfschmerzen und Migräne aus. Am Kiefergelenk, alle gestauten Kräfte treffen sich hier. Das Gelenk wird komprimiert und verschiebt sich. Gleichzeitig können andere Symptome entstehen, genau wie CMD. Sie entstehen multifaktoriell. Und deswegen ist es relativ schwierig zu untersuchen. Es gibt nicht die eine Ursache, die das Gleiche erklärt. Gehen wir nochmal zur Halswirbelsäule und zur Kopfvorhalte. Das belastet die ganze Halswirbelsäule und wirkt sich auch auf den Rest der Wirbelsäule aus, bis zum Becken und sogar bis zum kleinen Zeh. Und erwähnen wir noch das Nervensystem. Belastung führt zu Dauerstress, der auf den Nervus vagus wirkt und sich als Stress in unserem Körper überall auswirkt, mit allen Folgen. Das kann zu neurologischen Symptomen führen und auch zu chronischer Schmerzentwicklung irgendwo im Körper. Niemand bringt diese Symptome mit dem harmlosen Retainer in Verbindung. Die Patienten wandern von Arzt zu Arzt, aber die Ursache sitzt im Mund. Ich greife hier mal drei entscheidende Funktionen heraus, die massiv auf das gesamte System wirken, nämlich Atmung, Schlucken und die Balance des Kopfes. Sie arbeiten nicht allein als getrennte Funktionen, sondern sie bilden eine untrennbare Triade. Alle drei werden vom gleichen Nervensystem gesteuert und benutzen teilweise die gleiche Muskulatur. Beim Schlucken müssen sie aufhören zu atmen, sonst würden sie sich verschlucken. Diese Koordination ist also lebenswichtig. Und wenn die Schluckbewegung falsch ist, ist auch das Atmen gestört. Und die Kopfhaltung bestimmt mit, wo ihre Zunge liegt. Beim Kopfvorschub fällt die Zunge nach unten, weg vom Gaumen, hin zum Unterkiefer. Bei Mundatmung ist der Mund offen, die Zunge liegt unten, der Kopf ist in einer Fehlhaltung. Alle drei Funktionen sind gleichzeitig gestört. Das erklärt, warum isolierte Therapien, die sich nur um Atmung, Schlucken oder den Nacken kümmern, nicht funktionieren. Sie können nicht nur die Zunge trainieren oder nur die Atmung korrigieren. Das System muss als Ganzes umprogrammiert werden. Aber wie entstehen diese Störungen überhaupt? Meist schon von früher Kindheit an durch schädliche Habits, Schnuller, Flaschenernährung, Schnabeltassen, Strohhalm, Fingernägel kauen, Lippen kauen, zu wenig Bewegung und so weiter. Manchmal kann es auch ein zu kurzes Zungenbändchen sein, was dann einfach gelöst werden muss. Die gute Nachricht, die Forschung zu gezielten Trainingstherapien zeigen gute Erfolge. Da sprechen die Zahlen für sich. Myofunktionelle Therapie kombiniert zum Beispiel mit Kieferorthopädie reduziert von 3,38 auf nur 0,48 mm. Das ist 7-mal effektiver als Kieferorthopädie allein im Hinblick auf Rezidivbildungen. Bei Bruxismus, nächtlichem Zähneknirschen, reduzieren myofunktionelle Übungen allein sowohl die Gesichtsschmerzen als auch die Anzahl der Knirschepisoden signifikant. Bei CMD-Patienten verbessern sich 44% und in Tinnitusfällen zeigen Studien, dass bei 26,6% der Patienten der Tinnitus verschwindet. Das beweist, wenn Sie die grundlegenden Funktionen korrigieren, lösen sich die Symptome auf. Nicht durch das Fixieren der Zähne, sondern durch Training. Besonders tragisch bei Kindern und Jugendlichen. Der Kiefer
wächst bis zum Alter von 20 bis 25 Jahren, eine goldene Gelegenheit. Gerade jetzt könnte man durch Funktionstraining das Mouth-Breathing-Phase verhindern und für eine gesunde Entwicklung sorgen. Stattdessen werden Retainer eingesetzt, die das Wachstumspotenzial blockieren. Jetzt zu der Therapie, die wir entwickelt haben und die die Ursachen effektiver angeht. Die Faceformer-Therapie arbeitet neurophysiologisch. Das ist eines der wichtigsten Unterschiede zu klassischen myofunktionellen Therapien. Die heutige myofunktionelle Therapie hat leider nichts mehr mit den Ursprungsdenken zu tun und macht vieles falsch. Aber das ist ein anderes Thema. Die Faceformer-Therapie grenzt sich klar ab. Es geht nicht um isoliertes Muskeltraining, sondern um die Neuprogrammierung von Bewegungsmustern im Gehirn. Sie vereint zwar die positiven Aspekte, die den Studien zur myofunktionellen Therapie beschrieben wurden, geht aber weit darüber hinaus, weil sie das ganze System behandelt, nicht nur Symptome, und damit ist sie effektiver. Der neurophysiologische Ansatz bedeutet, wir trainieren nicht Einzelmuskeln, sondern programmieren komplette Bewegungsmuster im Gehirn. In 5 koordinierten Schritten. Schritt 1, der Faceformer wird mit den Lippen fest umschlossen. Das aktiviert die Ringmuskulatur, gibt sensorische Reize in den Mund, in die gesamte Mundregion und in den Mund- und Rachenraum hinein. Die Zungenspitze liegt an der Papilla incisiva. Da ist ein kleiner Huckel hinter den oberen Schneidezähnen. Das ist der neurophysiologische Orientierungspunkt für eine korrekte Zungenposition. Beim Schlucken liegt die Zungenspitze an diesem Punkt und die restliche Bewegung der Zunge stellt sich automatisch ein. Und das erzeugt die richtige Bewegungsspannung im Mund- und Rachenraum. Schritt 4, dabei wird ausschließlich durch die Nase geatmet. Das stimuliert die Nasenschleimhaut, aktiviert das parasympathische Nervensystem. Und Schritt 5, Kopf und Nacken in aufrechter Balance halten. Das koordiniert alle 3 Basisfunktionen gleichzeitig und stellt die Körperstatik von oben bis unten ein. Mit jeder Übung programmieren Sie Ihr Gehirn neu. Die 3 Basisfunktionen werden als Einheit trainiert, nicht isoliert. Nach einigen Monaten sind die neuen Bewegungsmuster automatisiert, selbst im Schlaf. Sogenannte Balancer sind pseudowissenschaftlicher Unfug. Auf einem Block herumzukauen, verstärkt die Dysbalance langfristig und ist kein harmonisches Training. Der Trainingsplan bei der Faceformer-Therapie ist 2 bis 3 Mal täglich die Übungen durchführen. Das dauert etwa 5 bis 10 Minuten. Sie können dabei sogar etwas anderes machen, lesen, Fernsehen oder am Computer arbeiten. Sie müssen nur auf die Grundstellung achten, wenn Sie trainieren. Was sollten Sie jetzt sofort tun? Fummeln Sie mit der Zunge am Retainer rum? Sofort raus damit. Haben Sie keinen typischen Drahtretainer, der an den Zähnen festgemacht ist, sondern so eine Art Schiene? Auch raus damit. Er irritiert alle Bewegungen im Mundraum. Hall-Retainer, raus damit. Die Zunge hat keinen Platz für natürliche Bewegungen. Und Sofortmaßnahmen, die sowieso für alle gelten. Zungenspitze bewusst zum Gaumen ausrichten, da gehört sie hin. Bewusst durch die Nase atmen, Mund zu. Aufrechte Kopfhaltung, nicht den Schrimm am Computer machen. Schlechte Angewohnheiten sofort stoppen, Nägel kauen, Lippen einziehen, die Funktion in Ordnung bringen durch Training mit dem Faceformer. Nehmen Sie Warnsignale ernst, dass Ihr Retainer bereits Schäden anrichtet, unerklärliche Kopfschmerzen oder Nackenverspannung, Kiefergelenkknacken oder Schmerzen, Tinnitus und Ohrenschmerzen ohne erkennbaren Grund, Schwindel oder andere Ursachen. Verschlechterung der Sprachqualität wie Lispeln. Bei diesem Symptom, der Retainer ist höchstwahrscheinlich die Ursache. Handeln Sie. Fassen wir zusammen die 3 größten Irrtümer über Retainer. Irrtum Nummer 1. Nur ein harmloses Stück Draht. Die Realität. Metallfreisetzung. BPA-Belastung. 25% Zahnfleischrückgang. Spätestens nach 9 bis 11 Jahren. Irrtum 2. Verhindert das Zähnewandern. Die Realität. 30-40% Versagensrate. Bei 1-5% bewegen sich Zähne in falsche Richtungen. Irrtum Nummer 3. Muss lebenslang getragen werden. Die Realität. Training der Basisfunktionen ist mindestens 7-mal effektiv als mechanische Retention. Die wissenschaftlichen Fakten: Millionen tragen Retainer ohne ausreichende Langzeitforschung. Die wenigen Studien zeigen durchwachsene Ergebnisse. BPA im Kleber, in Lebensmitteln verboten, im Mund erlaubt. Retainer behandeln Symptome, verstärken aber die Ursachen. Die wahren Ursachen sind gestörte Basisfunktionen. Und wie in Wahrheit, das System profitiert von ihren Problemen. 30-50% Nachbehandlung bedeutet lebenslange Kundenbindung. Gesundheit braucht Verstand. Hinterfragen Sie die Standardbehandlung und nehmen Sie Ihre Gesundheit selbst in die Hand. Haben Sie Probleme mit Retainerbehandlung? Schreiben Sie es in die Kommentare. Ihre Geschichte könnte anderen helfen. Und wie immer, liken Sie das Video, abonnieren Sie unbedingt unseren Kanal, schreiben Sie einen Kommentar und vergessen Sie nicht, Ihr Mund braucht Training und keine Gefangenschaft. Und ich sage wieder, tschüss für heute.